Yo, Mahlzeit liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum XJ 550 Projekt. So, hier ist die gute alte Dame und zwar will ich heute einmal die Fußrasten einmal nochmal ein bisschen aufhübschen, die liegen jetzt schon ein bisschen und dann einmal links und rechts rantüddeln und zwar immer hier und einmal auf der anderen Seite. So. Das ist auf jeden Fall jetzt so der folgende Plan, den ich umsetzen will. Das klingt nach einer Überraschung. Also, Goodie. Aber ein bisschen aufhübschen, die Dinger fertig machen. Und dann geht das ran ans Werk. Und zwar mit den Fußrasten. So, dann wollen wir einmal mal schauen. Schöne Sachen. So. So, da kommt dann die Auspuffanlage noch ran. 17, 13. Ich hätte 13. 12, 15. So.
Quatsch, du, komm ab da. Dies war Nummer 1 und dann muss ich Klicks Nummer 2. So, vertauschen kann man sie nicht, allein durch das Löchlein hier, wie man sieht, kann das da schon nicht vertauscht werden. Dann sollen wir den hier noch einmal anbasteln. Das Gute ist, steht hier drauf. Für links und für rechts. Also das ist wirklich für blinde Operateure ganz einfach hinzubekommen. Für ganz Oberblinde, die dann auch mal die Mutter wegschmeißen. So. Upsala. Was geht hier denn jetzt los? Fünfteil. So, bitte Platz zu nehmen. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Warum die so weit runter gehen, ist mir leider nicht ganz erklärlich, aber da werde ich noch mal schauen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So, den ist Turbin. Wo habe ich denn jetzt die Moderns? Auf der anderen Seite. Ja, ihr seht hier, das ist wirklich Schrauben auf engstem Raum. So, einmal hier wieder nur toben. So, zack. So, die Modern und Schrauben sind wahrscheinlich über, da muss ich gucken, weil normalerweise hat sie ja eine Doppelauspuffanlage.
Ich habe eine Auspuffanlage, die ist... So, und zwar normalerweise ist das eine Doppelauspuffanlage, die dann links und rechts einmal lang läuft, so wie bei die Version hier. Da und da ist hier eigentlich auch, nur ich habe eine einzelne Auspuffanlage mit ein bisschen Bums dahinter. Und die kommt, bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, ich glaube, die läuft auf der Seite hier lang oder so. Ja. Gut. Was war denn das? Dann können wir uns jetzt eigentlich hier mal um den Kollegen kümmern. Der liegt hier hinten auf dem Tisch. Dazu wieder einmal rüber turnen auf die andere Seite. So, und zwar liegt er hier. Ach, hier sind auch noch die Fußrasten. Die können wir ja erstmal uns mit dem hier bespaßen. Den einmal ein bisschen sauber machen. Das ist der Bremshebel, der dann ja nachher so rankommt. So soll er ran. Ja, den können wir noch mal ein bisschen sauber machen. Das Spielchen vorher, nachher. Und dann basteln wir den gleich mal ran. So. Hier hat er ein bisschen mehr abgekriegt. Hier würde ich fast sagen, hat er schon mal aufgesessen, demnach zu beurteilen. Also, so. Das ist aber, das lässt sich ja schon mal ganz gut sehen, oder? Im Gegensatz zu vorher. Also, da kann man so einen blöden Schrammer hier unten ja wirklich mal hinwegsehen. So, hier oben habe ich ihn auch ein bisschen angemalt und gestrichen und ein bisschen Patina. Ich meine, alles wollen wir ja nicht weg haben. Wir wollen ja so ein bisschen noch oldschool bleiben. Aber so im Groben und Ganzen für ein Low-Budget-Projekt. Ja. Das ist 12er, 10er, geklappt. Na schön. Yes. So. Dann nehme ich euch einmal mit auf die Reise und dann gucken wir mal. So, das. So, hier hinauf. Okay. Dass wir den so einstellen, dass wir natürlich hier nicht gegenklopfen. Dazu würde ich aber raten, einmal die hier ranhalten. Habe ich jetzt auch den richtigen? Bestimmt nicht. Doch, ich glaube ja. Moment, der kommt. Ja, der kommt hier ran. So, genau. Der kommt hier ran. Der hat einen Stopfen.
Der Stopfen muss genau hier drinnen sitzen. Damit das hier noch alles richtig schön harmoniert. So, oh, einmal den Nuss, die Nuss. Noch wieder die falsche Nuss. Das ist eine Katastrophe hier mit den Nüssen. Das geht mir auf die Nüsse. So, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Das wäre die erste Fußraste. Verlängerung hier. Ungefähr die Höhe einstellen. Ich würde im ersten Moment würde ich sagen, so. Nachstellen kann man immer noch, aber das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Würde ich sagen, dass man das eventuell schon durchgehen lassen könnte. So. Gut. Rüttelt noch ein bisschen. Der funktioniert. Ja. Ja, einstellen ist nachher. Wenn man drauf sitzt, dann kann man das immer noch mal einstellen. Dann ist das ein bisschen doch anders. So, andere Seite. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Mit der anderen Seite. Das ist genau dasselbe. Oh, was macht der denn hier? Wie soll er da oben bleiben? So. Der hat auch so einen Zapfen. Deswegen hat man das Loch auch hier. Also von daher. Für beide Seiten. Gerade bei den alten Motorrädern ist es echt nicht schlecht. Also da kann man wirklich noch einiges lernen. Vor allen Dingen, die sind sehr dankbar. Hier kannst du schrauben, ohne großartig Schaden anzurichten. Hier musst du nichts mehr mit Software auslesen und alles hippie und hoppy und toppy und so. Beim Randschrauben ganz wichtig zu beachten, für den Fall der Fälle, dass man mal stürzen sollte. Die Fußrasten müssen beim Sturz nach innen reinklappen. Bringt ja nichts, wenn er nach unten ist. Ja, und die Quadratlatsche dann halt eben da drunter ist. Man will es nicht hoffen. Man hat schon Pferdekotzen gesehen. Das waren auf jeden Fall jetzt die Fußrasten. Die Aluteile. Ja, mal gucken, hier will ich vielleicht nochmal ein bisschen beigenommen, ein bisschen hübsch machen. Nachher, wenn das denn soweit ist. Ja, das erstmal so im Groben und Ganzen. Fußrasten dran, Bremshebel ist dran. Als nächstes können wir dann eigentlich hier schon fast die Kupplungsglocke raufsetzen. Das können wir auch schon machen. Ja, ich denke mal, so viel Zeit könnte noch sein. So, ich habe jetzt mal hingestellt. Hier könnt ihr das vielleicht sehen.
den will ich mal. Das Glöckchen holen. Kabel natürlich beseitigt, besser ist das. So, dazu ist drauf zu achten. Und zwar ist hier das Schaltgestänge. Das muss hier durch. So, dazu müssen wir dann erstmal die Tanten hier rausnehmen. Zack. Und der. So, den schauen wir mal, dass wir den denn, ja, den nochmal beiseite biegen hier. Das ist der Massepol. Achso, ganz wichtig, der Kettenschutz, der soll ja auch noch drauf. Der soll eigentlich hier so drinnen laufen, ohne rumzuspritzen. Den können wir, glaube ich, aber nachher noch rauf machen. Den machen wir erstmal. Das Glöckchen hier. So. Bisschen mit Feingefühl. Nicht zu drauf jumpen, wir wollen ja nichts kaputt machen. Das wäre natürlich ärgerlich. Weil das ist nämlich die Teile, die kriegst du mal nicht ebenso von der Stange. Ja, hier kann man ganz gut sehen. Erster Gang ist runter, darüber ist neutral. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Gang hochschalten. Ja. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Der sitzt auch. Der ist fest. Der ist fest, nicht zu doll zu wechseln, weil das ist nur Guss. So. Hier ist es nachher auch wieder die reinste Einstellungssache. Der kommt, ja, da muss ich mal gucken. Ich glaube, Moment, schalten. So ein bisschen wie so ein Rennsportgetriebe. So. So soll der hier drauf sitzen. Also den einmal runter. Mit den ganzen Modderns und Scheiben und hast du nicht gesehen. Sitzt er dann so. Der Kollege sitzt dann hier hinten drauf. Und dann. Erstes Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, geile Nummer. Aber den werde ich jetzt nochmal kurz sauber machen. So dreckig wollen wir ja nicht ranbasteln hier, ne? So, haben wir schon sauber gemacht. Schon fängt der Kollege hier wieder gleich an zu glänzen. Das ist doch hervorragend. So. Den einmal da drauf. Dann die ganzen Unterlegscheiben hier einmal rantüdeln. Einmal das Schräubchen. Und dann sind wir so wieder richtig hier. Also. So, das ist hier nachher mit dem Fußhebel. Da muss man dann mal gucken, wie man den dann genau einstellt, wie man den haben möchte.
Ja, das ist nachher auch wieder Feineinstellung. Das ist genauso wie mit dem Kollegen hier. Das ist echt unterschiedlich, je nachdem. Ich mache ihn jetzt erstmal so, weil so passt er jetzt eigentlich gerade ganz gut. Selbe Spielchen, vorsichtig klopfen. Ja, normalerweise ist das ein Zehner. Keine. Ja, das funktioniert. Hier kann man dann den Weg noch mal einstellen. Ist fast so wie im Rennsport hier alles. Dran. Da könnt ihr dann einmal herkommen. Dann zeige ich euch das mal. So sieht das ganze Gedöns dann aus. Da stimmt es denn. Esse neutral 2 bis 6. Made in Japan. Ja. Upsala. Oh. Hier klemmt jetzt irgendwas. Das war zu fest gezogen. Das war zu fest gezogen. Kriege ich nicht mehr bewegt. So, jetzt aber. Ja. Guti. Leerlauf ist drinne. Der ist nicht zu fest, damit der sich hier noch bewegen kann. Ja. So viel denn dazu. Einmal den Schlüssel hier nochmal hinhängen. So, Schlüssel hängt. Als nächstes können wir uns eigentlich hier mit dem Vergaser demnächst mal bespaßen. Ja, so langsam nimmt das Projekt dann Fahrt an. Ich sag dann jetzt auf jeden Fall erstmal schönen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet heute einigermaßen ein bisschen was mitnehmen. Seid beim nächsten Video wieder dabei. Ich würde mich freuen. Macht einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke. Auf jeden Fall. Es kommen noch mehr Videos. Schönen Dank fürs Einschalten und bis dahin. Schönes Wochenende und die Rinnen gehauen. Tschüssikowski.